Hallo ihr Lieben, willkommen in meinem Kanal. Heute sind wir wieder unter Tage im schönen Erzgebirge. Seht's, und heute wollen wir die Strahlung messen. Kannst du mir ja mal das Gerät zeigen? Wir haben heute wieder ein Sauerstoffmessgerät mit und ein Strahlenmessgerät. Wir wollen heute mal messen, wie viel Strahlung hier vorhanden ist. Bis später. Und nichts erhöhen, ne? Normale Werte. Normale Werte. Weniger als. Ja. Weniger als draußen. So, und jetzt geht's noch weiter rein. Und schauen wir mal, was wir jetzt finden. Müssen wir da nochmal machen. So, aber wahrscheinlich habe ich einen Aufgabe. Also wir haben Strahlung hier, haben wir jetzt schon 0,5. Wir sind bei 0,2 eingestiegen, haben jetzt schon 0,5 Strahlung. Vorhin waren schon erhöhte CO2-Werte. Aber das kommt wahrscheinlich jetzt vom faulischen Holz. Vom Grubenholz. Das ist dann verwittert und modert mit den Jahren. Ja, und deswegen haben wir Warnung bekommen. So, fahren wir weiter ein. Ihr seht, hier geht's rein. Jetzt haben wir noch eine alte Lore gefunden. Und da gehen wir mal in die Nähe und da kannst du mal messen. Vielleicht wird hier ein bisschen was mehr. Wir können ja mal die Beta-Abschirmung wegnehmen und mal eine Vollbereichsmessung machen. Beta-Gamma. Leicht erhöht, ja. Aber 0,5 normaler Bereich. Ja. Das Metall hat schon ein bisschen angenommen, ne? Wo können wir noch da hinten die Kiste? Oh, jetzt haben wir wieder CO2-Warner. Liegt ja wahrscheinlich wieder am Totholz. Ja, Totholz hier. Na ja, gut, die Fläche, das wird nicht unbedingt kontaminiert sein. Ja, und hier ist Sprengmittel da auch gewesen wahrscheinlich. Jürgens, haben wir eine alte Erzkiste gefunden. Kannst du noch einen Kiefer gehen? Mal reinlegen. Haben wir es? 0,65? 0,7 fast. Aber wenn man überlegt, dass man mit 0,2 rein ist, ne? Ja. Und 0,7? 1,4. 1,4? Oh. 1,5. Also die sollen nicht daheim stehen haben unbedingt, ne? Kritisch ist es nicht, aber ich würde nicht dran lecken. Und die Werte sind gestiegen. Draußen hat man 0,2, jetzt sind es schon 0,8. Man vorne schon über 1. Aber man sieht es am Boden, ist bestimmt noch steiger. Ja. Leicht erhöht. Naja. So. Eine Erzkiste. Oh, da haben wir schon einen erhöhten Wert. 1,5, 1,6. Ja, das ist schon ganz schön, ne? Nehmen wir ohne Abschirmung. Nehmen wir die Beta-Partikel mit. CO2. 0,5. Ja. Und da ist nicht so. Romperei und die Werte, ihr seht es, 1,1 sind alles schon erhöht in der Umgebung hier. 1,1 Mikrosievert in der Stunde. Da haben wir wieder eine Kiste gefunden, weiter drin. Jetzt sind wir schon fast bei 2 Mikrosievert in der Stunde. Machen wir jetzt mal was rein. Verdammt tief. Ja. Oh, immer noch. Immer noch gefallen. Ach du Sau. Los, lass mal Zeit stoppen. Wir haben hier einen schönen Blindschacht gefunden, schräg. Hey, kannst du mal ein Foto machen? Ja. Ah, dann machen wir es mal hoch. Das Blech wird auch die Bar wegscheren, ne? Oh. Guck mal, das ging da bis hoch. Oh. Aber was denn, wie ob es so hohl ist, ne? Ja? Guck mal an. Oh. Wir sind jetzt im Blindschacht. Am Fuß des Blindschachters, wo es hochgeht, da haben wir schon 2,5 Wert. So sieht es hier aus. Da ist der Schacht da oben und da ist die unterirdische Fördermaschine, hat hier die Körper rauf und runter gezogen. War praktisch der Schacht nie mit der Oberfläche verbunden, deswegen ein Blindschacht. So ihr Lieben, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wir konnten Strahlungswerte messen bis 2,5.
Aber wir kommen zurück. Wir müssen uns dann nochmal abseilen irgendwann. Dann messen wir die Differenzsohlen noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.